und herzlich willkommen zum Let's Play von Secret of Mana, das Remake. So, es geht weiter. Wir sind hier im Wassertempel, haben uns gerade von Gemma verabschiedet. Wir haben ein paar neue Informationen bekommen. Es gibt hier Samen, die beschützt werden müssen. Das Imperium ist wohl hinter diesen Samen her und hinter der Mana-Festung oder hinter... Ja, es will diese Kraft der Mana-Festung für sich in Anspruch nehmen. Das Imperium, wissen wir noch nicht genau, was das ist. Wahrscheinlich hier ein, wahrscheinlich Menschen, die halt nach Macht streben, denke ich mal. Eine Gruppe von Menschen, das Imperium, großes Imperium. Schauen wir mal, wir haben noch nicht so viele Informationen erhalten. Gucken wir mal, wie sich die Story weiterentwickelt. Und was unsere Lady hier noch zu sagen hat zu uns. Rosalka. Also, Thor, wovor fürchtest du dich so? Vor der Festung, vor dem Schwert. Also von der Festung, da haben wir jetzt eigentlich noch nicht viel gehört, außer aus den Märchen. Und das Schwert, ja, das hat uns eigentlich jetzt gute Dienste geleistet. Ich wüsste jetzt nicht, vor was wir uns jetzt genau fürchten sollten. Sagen wir mal, das Schwert, Mana-Schwert bringt eigentlich eine Lösung, um gegen diese Feinde, um gegen die Monster zu kämpfen. Und wenn es stark ist, dann gibt es wohl das Mana-Schwert. Wenn das Mana stark ist im Schwert, gibt es wohl auch weniger Böses auf der Welt, haben wir jetzt erfahren. Denn die Monster sind ja gekommen, weil das Mana-Schwert immer schwächer wurde. Und wir es dann ziehen konnten. Also, ich denke, eigentlich haben wir jetzt vor nichts vor beiden so richtig Angst. Aber sagen wir mal, die Festung, die scheint uns noch ein größeres Rätsel zu sein. Das Mana-Schwert bringt, denke ich mal, Frieden, wenn es stark genug ist und gut in guten Händen ist. Sagen wir mal, vor der Festung. Also, Rosalka erzählt uns ein bisschen was davon jetzt. Vor Urzeiten setzte das alte Volk seine Kriegsmaschine, die Mana-Festung, in einer letzten finalen Schlacht gegen die Götter ein. Okay. Also Grund, Angst zu haben vor der Festung, würde ich mal behaupten. Also die Mana-Festung ist wohl so eine Hightech-Waffe des alten Volkes gewesen, die sich über die Götter stellen wollten oder gegen die Götter kämpfen. Ja. Keine gute Sache, wie mich fragt. Krieg gegen Götter. Das ist kein Märchen, sondern es die als Kind bestimmt erzählt hat. Als die Schlacht gerade ihren Höhepunkt erreichte und die Welt am Abgrund stand, erschien ein Held mit jenem Schwert und rettete uns alles. Rettete uns alle. Mit dem Mana-Schwert. Also sag doch, Mana-Schwert gut, Festung böse. Die Überlebenden bauten die Welt wieder auf, in der Hoffnung, die Mana-Kraft diesmal vor denjenigen schützen zu können, die sie missbrauchen würden. Also die Welt wurde wohl in diesem Götter-Menschen-Krieg zerstört. Du führst das legendäre Mana-Schwert. Doch sein Licht ist ganz erloschen. Oder ist nicht ganz, ist erloschen. In diesem Zustand ist es kaum besser als eine ganz normale Waffe. Es hat die letzte ihm verbleibende Kraft dazu benutzt, einen neuen Meister zu erwählen. Für mich? Aber warum hat es mich ausgewählt? Darauf habe ich keine Antwort. Dennoch, du hast das Schwert herausgezogen. Es obliegt jetzt dir, seine Kraft wiederherzustellen. Ja, ich weiß nicht. Vergiss es, kein Problem. Okay, kein Problem. Oder vergiss es, gibt nur diese beiden Extreme oder was? Kein Problem, machen wir. Und was soll ich jetzt tun? Du musst zu einem Helden werden, der dieses Schwert würdig ist. Soll ich mal ausgeschlossen? Na gut. Ja, ich sage, na gut, ist nicht ausgeschlossen. Wer träumt nicht davon, ein Held zu werden? Wir wollen auch ein Held werden. Okay. Hier, halte das Schwert hoch, direkt vor dem Samen auf dem Altar. Cool, kriegen wir jetzt eine neue Schwertfähigkeit. Wird das verstärkt? Gibt das wieder einen Teil seiner alten Kraft zurück? Was passiert? Oh, es leuchtet hell.
Was passiert? Der Mana-Samen und das Schwert sind für einen Augenblick verschmolzen. Wo auch immer du dich auf dieser Welt befindest, verleiht dieser Mana-Samen dein Mana-Schwert nun Kraft. Du hast hiermit einen der 8 Tempel auf dieser Welt gefunden. Suche nun auch die anderen 7 auf, um die Kraft ihrer Mana-Samen zu erlangen. Cool, einen Samenkraft haben wir. Aber ich sorge mich, wenn du die Welt nur mit einem rostigen Schwert in der Hand bereist, nimm diese Lanze. Ich habe sie mit Weihwasser gesegnet. Bronzelanze erhalten. Benutze sie im Kampf ebenso wie das Mana-Schwert und so wird auch sie ihre wahre Kraft wieder erlangen. Lass mich dich eben heilen. Würdest du gerne den Spielstand speichern? Ja, würde ich gerne speichern. Klar, warum nicht? Schon längere Zeit nicht mehr gespeichert. Speichern wir. Folge nun bitte Gemmas Rat und begib dich zu Gaias Nabel. Dort findest du auch den Tempel in den Tiefen. Um zu Gaias Nabel zu gelangen, durchquere das Königreich Pandora in Richtung Süden. Ah, okay, verstehe. Ja, sehr gut. Gaias Nabel. Lass mich dich eben heilen. Nee, hast du gerade gemacht. Folge nun bitte Gammas Rat und begib dich zu Gaias Nabel. Dort findest du auch den Tempel in den Tiefen. Also den nächsten Tempel finden wir bei Gaias Nabel. Um Gaias Nabel zu gelangen, quer das Königreich Pandora in Richtung Süden. Okay, wir müssen durch Pandora. Das schaffen wir. Und dann können wir Gaias Nabel erreichen. Da ist der nächste Tempel. Und hat nicht Gemma auch gesagt, da ist diese Zwergenschmied? Oder diese Zwergenschmied in der Nähe? Ich denke schon. Können wir den Samen jetzt nochmal benutzen? Okay, ich weiß nicht, was es gebracht hat. Es hat geleuchtet. Sie erzählt nur wieder dasselbe. Ich frage sie jetzt nicht nochmal. Was gibt es denn hier unten? Halt, wir müssen die Lanzen mal testen. Ah, hier Bronzelanze. Super. 0 Orbs, Stufe 0. Ja, genau. Okay, das meinte ich. Von Stufe 0 startet man und dann bekommt man eine Stufe Plus. Ich weiß nicht, warum das hier nur Stufe 1 hat. Denn ich habe doch mit Stufe 1 schon einige Zeit mit dem Schwert gekämpft. Steigt das jetzt überhaupt nicht mehr los? Naja, okay. Schauen wir mal. Wir sehen es ja im Laufe der Zeit. Was gibt's hier unten noch? Noch ein Schätzchen vielleicht? Okay. Hm. Finster, finster. Gibt's hier vielleicht noch was? Nö. Schauen wir mal, wo es da entlang geht. Das ist wie so ein Geheimgang. Schade. Da will ich jetzt gerne lang. Ah, wir können auch unser Schwert nicht benutzen hier unten. Gar nichts geht nichts. Geht nichts. Dann geht halt nichts. Aber merke ich mir mal für später. Vielleicht kommen wir da später noch rein. Können wir irgendwas regeln. Vielleicht die Wand wegbomben oder ähnliches. So wie bei Zelda. Gut, gehen wir mal Richtung. Ups. Okay, wir brechen mal alles hier wieder weg. Die ganzen Treppenstufen weg, weg, weg damit. Die auch? Ja, die auch. Warum machen wir das? Keine Ahnung, es Spaß macht. Und wir werden mal Richtung Pandora gehen. Aber vorher will ich dann noch den Weg links, wie hieß, zu Riffel, Riffi, Raffi, irgendwie so. Da war noch ein Riffi, Raffi. Da wollte ich nochmal hingucken, was das denn da ist. Ah, jetzt haben wir das Schwert. Wir können mal zur Lanze wechseln. Das würde mich interessieren, wie... Ja, da, zack. Habe ich sie jetzt... Oh, das ist ein Ding. Zack, sieht gut aus. Gefällt mir. Er benutzt sie eigentlich wie das Schwert auch. Hier, seitliche Attacke und dann macht er auch diesen spitzen Fechtangriff. Cool. Gefällt mir ja die Lanze auch. Wir leveln einfach beides auf. Wir versuchen beides aufzuleveln, immer mal so. Ich denke, da gibt es keine großen Nachteile am Anfang. Oder Vorlieben. Mhm. Okay, das lasse ich. Dann gehen wir nach unten. Und wir suchen mal Riffy Ruffy auf.
Mal sehen. 22. Cool. Ist eigentlich von dem Schaden her identisch, würde ich sagen, mit unserem Schwert. Ah, da ist noch eine Rune, die hat man gar nicht gesehen. Gut versteckt hier. Lenzchen. Raffi, doch, Raffi. Okay, die Truhe müssen wir trotzdem öffnen. Könnte auch Geld drin sein. Kein Platz für Heilkräuter. Okay, ich lass mal immer so ein paar. Kauf mal nicht den ganzen Stack. Raffi ist ein Dorf? Ich dachte, das ist irgendeine Person. Ach, das ist nur ein Gebäude. Badada, 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 do, 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 do. Schauen wir mal. Haha, du scheint ja hier so eine kleine Taverne zu sein. Kleine Unterkunft. Oh, süß. Was ist denn das hier? Hallo, Raffi. Sieht aus wie ein süßes Kätzchen. Willkommen bei Raffi. Kann ich dir irgendwie Geld abknöpfen? Ich meine, kann Miauz irgendwas für dich tun? Was zum Beispiel? Geld abknüpfen. Was hat der denn da für ein Bild? Was ist das denn? Undefinierbar. Ist das eine dicke Katze? Ist das irgendwie Pflanzen? Sind das Pflanzen? Ich weiß es nicht. Handeln wir mal. Übernachten? Nö. Bei mir gibt es auch nur faire Preise. Nur faire Preise. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Nur faire Preise. Schauen wir mal. Oh, der hat ja eine Menge anzubieten. Ja, faire Preise. Dann gucken wir mal, was es gibt. Zu fairen Preisen. Oh, faire Preise. Mhm. Ich weiß genau, wie viel so ein Bonbon hier in der Stadt bei uns zu Hause gekostet hat. Ja, Kollege. Ich weiß das ganz genau. 10 hat das nämlich gekostet, du Halsabschneider. Armband. Ja, ich frage, kann ich das Armband jetzt auch tragen? Also ich blinke so, ich denke mal ja. Oder ist das dann für meine späteren Gruppenmitglieder? Ich könnte es aber trotzdem kaufen, 90 ist jetzt nicht die Welt. Mümmelmütze, wie süß. Ach, man weiß ja gar nicht, was das bringt, ne? Haarschleife, Bandane haben wir ja schon. Oh, ist alles doppelt so teuer. Ein Fass schützt den Spieler. 900 Goldmünzen. Kann ich mir da drin verstecken? Ja, irgendwie sowas kann ich mich erinnern. Im Original gab es auch irgendwie sowas. 300. Oh, wenn du nicht so ein Halsabschneider wärst. Magische Walnuss. Stellt MP wieder her. Gelee Royal. Stellt TP komplett wieder her. Stellt 250 TP wieder her. Schokolade. Oh, ist alles schon cool. Ich will die Mümmelmütze. Ob man die Mütze sieht, wenn man die trägt. Ich kaufe die jetzt einfach. Mir scheißegal. Mümmelmütze muss her. Armband muss her. Haarschleife, okay. Die lasse ich mir jetzt mal. Lassen wir mal außen vor. Mümmelmütze und Schokolade. Okay, kriegen wir unser ganzes Geld bei dir los, kleines Miauzi. Miauzi-Kätzchen. Da musst du uns ja jetzt hier. Müssen wir dir sehr willkommen sein. Was kann ich dir verkaufen? Okay, die beiden Sachen. Ja, die Sachen, die ich brauche, kann ich verkaufen, also nein. Maut zieht sich. Ist doch schön gemütlich hier. Ist echt schön. Bettdecken, das Licht strahlt hier durch die Fenster. Ist schön gemütlich, hast du es, Mautzi. Aber warum hast du so ein. Ist das ein Rock oder ist das ein dicker Beutel? Was ist das da hinten? Ein dicker Beutel voller Waren wahrscheinlich. Da, da, da. Da, da, da. Aber ein schönes Häuschen hier im Grünen. Auf jeden Fall. Kann man mal ein Päuschen machen. Und mal schauen, ob du neue Gegenstände hast. Gut, schauen wir mal, was wir in Ausrüstung vielleicht verwenden können. Ringmenü. Dann machen wir mal Ausrüstung. Schauen wir mal, was unsere Mümmelmütze bringt. Nicht anlegbar. Ich kann meine Mümmelmütze nicht anlegen. Ich habe sie doch gerade frisch gekauft. Ich will sie anlegen. Okay, dann ist sie wohl für jemand anderen gedacht. Auch in Ordnung. Es war eine Investition in die Zukunft. Zukunft. Dann haben wir Oberkörper nix. Arme, ja. Klasse, wenigstens das kann ich tragen. Sehr gut für die Arme. Ich dachte jetzt, das kann ich vielleicht auch nicht tragen.
Also, Magieabwehr steigt um 3, Ausweichchancen und die Verteidigung auch. Wird angelegt. Wir sind super ausgerüstet. Klasse. Was haben wir noch? Die Schoko. Die Schokolade haben wir noch. Schokolade hier. 250 MP. Mhm. Okay. Die ist für später mal. Können wir jetzt noch nicht so gebrauchen. Gut. Wenn wir uns mal noch zum... Knopf. So. Wenn wir uns mal zum Königreich durchschlagen. Ah, cool. Stufe 4. Läuft gut, läuft gut, läuft gut. Ein bisschen Geld wäre jetzt nicht schlecht. Haben gerade so viel ausgegeben. Na gut. Haben wir eigentlich schon wieder neue Gegner gesehen? Ich glaube nicht. Lexikon. Nö. Also Mümmler, Sonnentau, Mykonid. Drei Gegner bis jetzt. Hier unten? Kann man hier unten durch? Das ist wenigstens eine Brücke, ist auf jeden Fall unten. Ich denke. Muss man ja darüber können. Ja. Oh Gott, was jetzt? Nö, Goblins! Kommt ihr denn her? Hallo, ich kann nicht mal gegen die Goblins kämpfen. Okay. Die zu stark für mich, oder? Zu übermächtig. Oh, boah, ja. Ja. Nicht bewegen, stillhalten. Wir wollen essen. Du großes Glück haben, Mensch. Du Hauptspeise bei unserem Fest. Oh, super Glück, ja, toll. Bin ich euer Hauptgericht. Lass mich gehen. Du großer Festschmaus, du großes Glück haben. Großes Glück. Bin so glücklich. Oh, der Tanz beginnt. Nichts wie hin. Ey, pst. Oh, die sieht ja nett aus. Ja, hilf uns. Du siehst so freundlich aus. Hey, du. In deinem Kopf. Bitte, du musst mir helfen. Psst, sei bloß leise. Supi, danke schön. Komm schon, nicht zu weg hier. Oh, das ist ja nett, dass sie uns hilft. Oh, du hast mir das Leben gerettet. Aber was tust du hier? Hey, sie hat ja Elfenohren. Haben wir auch Elfenohren? Man sieht das gar nicht. Schade. Ich suche jemanden. Ich habe gesehen, wie die dich weggeschleppt haben und dachte für einen Moment, du wärst er. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Was für eine Zeitverschwendung. Wie hast du uns jetzt nur gerettet? Weil du dachtest, wir sind jemand anderes? Mhm. Hey, wie kannst du sowas sagen? Ach, war doch nur Spaß. Ich muss jetzt jedenfalls weiter. Und du gehst am besten wieder zurück in dein Dorf, Kleiner. Das ist aber schön mit den Charakteren da links, rechts, wo man die Emotionen auch erkennen kann. Und so, gefällt mir gut. Hey, warte doch. Ich konnte nicht mal nach ihren Namen fragen, ja. Wo ist sie denn hin? Sie ist wahrscheinlich zum Königreich, wahrscheinlich. Gefahr kommt im Gebiet. Mhm. Bitte nicht nochmal. Ich glaube nicht, dass sie uns nochmal retten würde. Ah, du wieder, Pilzchen. Wahrscheinlich gehört sie zum Königreich Pandora. Gehe ich davon aus. Würde jetzt naheliegen, weil wir auf dem Weg zu Pandora sind. Pandora, okay. Richtung Pandora. Zack. Zack, diese Attacke bringt halt überhaupt nichts. Er springt nur blöd rum. Und sehr beeindruckend. Und letztendlich zieht es überhaupt nicht mehr Schadenspunkte ab. Also, ernsthaft muss ich jetzt zum Schwert wechseln, weil ich die Beschere nicht vernichten kann. Nee, doch nicht. Gut. Kein Platz für Bonbons. Hm, hören wir heute nicht zum ersten Mal. Okay, wir werden uns jetzt mal hier durchkämpfen. Nicht unnötig, oder ich habe jetzt irgendwie Lust, jetzt Richtung Königreich zu gehen. Geht mir aus dem Weg. Jetzt gegen jeden einzelnen von euch kämpfen.
Schauen wir mal. Okay. Hallo Pilzchen. Okay, du bist mir direkt im Weg. Und nächster. Zack. Hallo, die Brücke gehört mir. So. Na, du hältst aber was aus hier, Kleiner. Na, doch nicht. Okay, durch. Und... Nein, weg. Okay. Zack. Und zack. Und kritischer Treffer gefällt mir. Okay, die sind wirklich alle Gegner jetzt momentan. Der Durchgang halt hier, der Weg ist ziemlich schmal und alle sind hier wirklich im Weg. Also so richtig ausweichen kann man dann nicht. Die provozieren dann einfach gegen sie zu kämpfen, muss man sagen. Und es bringt ja auch was. Hier, Waffenstufe, Lanze hat jetzt Stufe 1. Gefällt mir Stufe 1. Sehr gut. Das ist wunderbar. Ja, Königreich, oder? Auf zum Königreich. Kunden wir das Königreich. Jetzt lässt du uns durch. Warum jetzt plötzlich? Willkommen im Königreich Pandora. Ich habe Anweisungen, dich passieren zu lassen, wenn du hier auftauchst. Wo Sir Gemma sich aufhält, er hat eine Audienz beim König, für die er extra aus Tasnika gekommen ist. Er ist also wohl in der Burg. Ach so, Gemma hat Bescheid gegeben, dass wir kommen. Wahrscheinlich deswegen dürfen wir jetzt durch. Ach, und ein Wort der Warnung. An deiner Stelle würde ich besser nicht mit den Leuten in der Stadt sprechen. Warum? Okay. Naja, ich würde schon gerne mit den Leuten sprechen. Mal sehen, ob sie mit dir sprechen wollen. Nee, er will nicht mit mir sprechen. Ich suche mal eine Taverne. Ich wollte jetzt eigentlich mal speichern. Suche ich mal eine Taverne, ob man da speichern kann überhaupt. Aber wenn sie nicht mit mir reden, werde ich da wohl auch nicht speichern können. Komm mal. Du brauchst dein Quartier für die Nacht. Nur zu, wir haben genug Freiplätze. Ja, na gut, wir übernachten mal. Aber brauchen wir eigentlich nicht. Können wir dann trotzdem speichern? Spiel schon speichern? Jo. Speichern wir. So, es wird gespeichert. Und diese Folge endet hiermit. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Spiel gefällt mir bis jetzt. Kann nicht großartig klagen. Musik ist toll. Story, gut, Story ist nichts Neues. Story ist halt wie damals auch. Sie halten sich tipptopp ans Original. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Gut, die Folge endet hier. In der nächsten Folge gucken wir uns mal im Dorf ein bisschen um. Und wenn im Dorf nichts geht, im Königreich Pandora, dann schauen wir halt zur Burg. Gemma ist da, der hat bestimmt neue Infos für uns. Okay, ciao, bis zum nächsten Folgen.